Das ist eine Premiere für die Möbelpacker. Sofalieferung auf den Campingplatz. Aber das Ehepaar Brigitta und Kurt Völkel will ein wenig umdekorieren. Vor 2 Jahren sind die Rentner aus Stuttgart-Vaihingen auf den Campingplatz Heidehof bei Laichingen gezogen. Ihr neues Heim, eine Art Gartenlaube mit Wohnwagen, der schon lange nicht mehr fährt. Ja, kommen Sie rein. Wir sind dann praktisch unser Wohnzimmer. Hier sind die Fernseher, Stereoanlage. Hier spielen wir dann nochmal abends so Kartenabends. Ein Gasofen sorgt für wohlige Wärme. Der ehemalige Modellbauer hat alles selbst zusammengezimmert. Küche. Wenn dann mal öfters Enkele kommen, dann kann man sich da hinsetzen zum Essen. Der Wohnwagen dient nur noch als Schlafzimmer. Davor hatten sie in einem Hochhaus in Vaihingen gewohnt, waren aber seit Jahren jedes Wochenende auf dem Laichinger Campingplatz und haben sich ihr kleines Paradies gebastelt. Oh, dann habe ich jetzt schon gesagt, wenn wir in Rente sind, Sie sind ja auch vor mir in Rente, wenn wir in Rente sind, ich ziehe auch, egal wie was passiert. Waren Sie da einverstanden? Es war meine Idee, da hochzuziehen. Eigentlich ja noch, ja. Ja? Das war meine Idee, habe ich gesagt, was wollen wir mit der Wohnung hier in Vaihingen? Wir sind eh das ganze Jahr auf dem Campingplatz. Und es bleibt mehr von der Rente übrig, die Warmmiete rund 2.800 Euro im Jahr. Dafür gibt es keine Dusche im Häuschen oder fließend Wasser im Winter, das muss im Badehaus geholt werden. Gleich nebenan lebt seit 4 Jahren die Familie Murgui. Ebenfalls mit Wohnwagen, das ist Vorschrift, sonst wäre es kein Camping. Aber drinnen sind der Fantasie nur wenige Grenzen gesetzt. Der Campingplatz ist eine Notlösung, weil die Familie zurzeit ganz in der Nähe ein Haus baut. Und das macht mein Mann selber mit meinem Sohn, also die 2 bauen alleine. Und ohne Schulter und ohne Fremde. Nur die 2. Deswegen brauchen wir ein bisschen länger. Und sie sparen eine teure Wohnungsmiete. Rund 15 solcher Dauermieter leben zurzeit auf dem Campingplatz Heidehof. Was aber eigentlich nicht erlaubt ist, sie werden geduldet, vor allem aus sozialen Gründen. So wie bei Gudrun Haring, die ehemalige Krankenschwester aus Göppingen, findet keine bezahlbare Wohnung. Was sie manchmal verzweifeln lässt. Gucken Sie doch mal selbst in Laichingen. 1100 Euro, 1000 Euro. Wie soll ich das bezahlen? Von was soll ich denn leben? Leben Sie mal mit 300 Euro im Monat. Das ist kein einfaches Leben. Doch, uns geht es jetzt gut. Wir können uns das leisten, auf dem Tisch, was uns schmeckt. Ich habe ein Dach über dem Kopf. Wir haben es warm, wir haben ein Autole. Was brauche ich noch? Und die Campingplatzbewohner haben einander. Man trifft sich, hilft sich. Du gehst von der Türe raus, wenn der Nachbar da ist, dann stehst du wieder still und quatscht bloß. Manchmal werden sie auch von ihren 11 Enkeln besucht, die es alle klasse finden, dass ihre Großeltern dort leben, wo andere Urlaub machen. Was